Hallöch und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest mit mir, mit dem Sender 29. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Jetzt haben wir mal einfach mal weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da waren wir ja in der Höhle. Da war ja dieser epische Kampf gegen den Supermutanten oder was das ist. Jetzt sagen wir, machen uns jetzt einfach mal auf den Weg nach Hause und bauen da ein bisschen weiter. Vor allem nehmen wir hier natürlich noch alles mit, was wir finden können. Ich bin ja immer noch auf der Suche und hoffe, dass es hier irgendwo das Katana gibt. Scheint aber irgendwie nett so zu sein. Wahrscheinlich haben wir Pech. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. So, aber wenigstens sind die Sachen jetzt hier wieder respawned. Okay, da ist zwar auch nichts drin, aber. Naja. Hier was? Hier ist auch nichts drin. Da war ja der Eingang von der Höhle. Machen wir uns mal auf den Weg. Und bauen unsere Base ein bisschen weiter aus. Oh, wir müssen dringend was essen. Ich baue uns mal einen Schokoriegel rein. Stickies kann man alles gebrauchen. Ja, wir waren ja wir haben ja wieder ein paar mehr Hinweise gefunden auf unseren Sohn, glaube ich. Und vor allem, ich frage mich, was ist hier passiert? Da waren wohl schon andere Leute hier und haben ihre Kinder gesucht. Die wurden halt alle abgeschlachtet. So wie es aussieht. Aber wir brauchen halt trotzdem immer noch das Tauchgerät. Das haben wir leider nicht gefunden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es noch finden. Stein, sind wir voll. Okay. So, laufen wir mal nach Hause. Okay, ja, das ist keine Ausdauer mehr. Stickies brauchen wir. Wir müssen dann, wenn wir daheim sind, erstmal was essen. Nur noch einen halben Magen voll. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Patch kommt. Vielleicht kommt ja dann, dass man, keine Ahnung, wegen Krankheiten und so. Es gibt ja schon dieses Blut, dass man damit identifiziert ist. Was ist denn hier? Das ist ja krass. Wo, bloß die Frage ist jetzt, wo ist unsere Basis? Brauchen wir mal einfach unserem Haussymbol nach. Warum habe ich eigentlich das Feuerzeug an? Ich bin ja so hohl. Ist auch Tag. Mach aus. Am Tag genauso blind wie in der Nacht. Was ist denn das? Aloe Vera nehmen wir mit. Das ist auch so ein cooler Name, Aloe Vera. Oh, ein Reh. Ich dachte, da ist schon wieder ein Ureinwohner. Weg, ihr seid giftig. Scheiß giftige Bären. Hier kann man aufsprengen. Das ist nicht da. Huch. Komm, springen wir einfach mal auf. Gucken, was es da drunter gibt. Wir finden mal ja was Schönes. Weg hier! Totenschädel. Sonst gibt's hier nichts mehr. Das hat sich ja voll gemacht. Oh, wir haben ein paar Bäume umgeholzt. Ein Vogel. Nein, wir haben einen Vogel umgebracht. Ich will die jetzt zwar ja töten, aber nicht mit dem Dynamit. Das ist grausam. So was muss ja nicht sein. Wenn, dann soll man sie richtig töten. Oder am besten gar nicht. Die armen Piepmatze. So, aber wir müssen ja hier ums nackte Überleben kämpfen. Also haben wir keine andere Wahl. Wir werden ja dazu gezwungen quasi. So, jetzt müssten wir auch gleich zu Hause sein, oder? Boah, wie weit ist das denn noch? Ach, wir sind am Strand rausgekommen. Wir müssen da hinten hin. Huch. Meine Schuld. Sind wir ein bisschen falsch gelaufen. Ich trinke mal noch eine Cola. So, esse noch einen Müsli-Riegel. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ausdauer. Die können wir ja. Hä? Ah, da. Stirb! Okay, die Lusche haben wir jetzt wenigstens wieder. Wir haben ja in der Höhle ein bisschen was verloren. Nein. So, jetzt haben wir wieder volle Rüstung. Den lassen wir erstmal liegen. Ich glaube, das ist ja so, wenn man jetzt alle Lusche tötet, dann vermehren die sich nicht mehr. Dann sind irgendwann keine mehr da. Die müssen ja halt miteinander rammeln, um sich zu vermehren, wie das halt so ist in der Natur. Und dann kriegen die Kinder und so weiter. Und so sterben die nie aus. Gibt es hier was? Das sieht ja nice aus. Kann ich das Boot mitnehmen? Oh, ne, was Zeit wahrscheinlich. Ja. Wir können zwar keine mehr tragen, aber ist zu schade, um es hier zu lassen. Wir bräuchten echt mal einen Speer. Wie man sich einen Speer craften kann oder ob man sich den mittlerweile craften kann. Hat man den immer irgendwo gefunden? Ich muss da echt noch mal gucken. Können wir nämlich auch ein paar Fische fangen.
Die Frage ist, machen wir jetzt in unserer ersten Bude weiter oder in unserer zweiten? Ich würde eher sagen, in der zweiten, da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Und da müssen wir uns auch noch dran machen. Mal gucken, dass keine Ureinwohner hier irgendwo rumlatschen. Wir haben schon zwar ein paar dezimiert, aber die werden ja immer, glaube ich, auch gespawnt, wenn man den Spielstand lädt. Was auch ein bisschen dumm ist. Weil dann schlachtest du alle ab und dann gehst offline, ladest den Spielstand und alles sind wieder da. So, eine Batterie. Ich brauche mal echt eine Taschenlampe. Das wäre mal super. Medikamente. Was will ich mit Medikamenten? Ich brauche eine Taschenlampe, Alkohol. Hallo Vögelchen. Nein, er hat vorbeigehauen. Verdammt, das wären locker Federn gewesen. Verdammt. Oh, ein Schokoriegel. Hör auf zu lecken, Forrest. Hallo. Was ist denn jetzt kaputt? Okay, jetzt funktioniert wieder. Komisch. Heute spackt irgendwie alles rum. Minecraft, Forrest. Normal läuft der Forrest eigentlich immer flüssig beim Aufnehmen. Was gibt's denn hier? Okay, dann mache ich mal kurz eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschö. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Sorry nochmal. Irgendwie hat es angefangen zu lecken. Keine Ahnung warum. Jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Das ist immer ein bisschen strange. Warum es immer gerade anfängt zu lecken. Bei Minecraft bin ich ja irgendwie schon gewohnt, dass es ab und zu mal anfängt zu lecken. Aber bei The Forest. Die Mainboards nehmen wir alle mit. Wir können es ja keine mehr tragen, aber was soll der Geiz? Zu schade, um es zurückzulassen. So. Ja, laufen wir mal da zu den drei Gebäuden. Es müsste eigentlich die neue Base sein, was wir da errichtet haben. Ich habe ein paar Ureinwohner gehört. Ich irgendwo so ein hinterhältiges Lachen gehört. Oh. Oh, das sind jetzt die Enten. Ich hoffe, das waren die Enten. Okay, doch, das klappt, das sind die Enten. Boah, hab ich mich verjagt, ey. So, komm, die Cloven nehmen alles mit. Irgendwie kann man hier unendlich Cloven mitnehmen. Aber wenn der so viel mitnimmt, dann frage ich mich, wie passt das alles in den Rucksack? Ob da noch irgendwie sowas kommt wie bei zum Beispiel The Long Dark, dass man, oder bei anderen Spielen, dass man zum Beispiel nur so ein Gewicht tragen kann und dann irgendwann voll ist und nicht mehr tragen kann. Ja, das ist unsere kleine Behausung. Endlich wieder zu Hause. Lass mal aufschließen hier. Zack. Komm mal rein da. Jetzt mache ich uns erstmal was zu essen. Nee, ich lasse dich leben. Unser Feuer? Jawohl, unser Feuer ist noch da. Supi. So, legen wir uns mal einen Lurch da auf den Grill. Kurz husten, Moment bitte. Sorry. Das brauchen wir jetzt, ne? So, komm schon. Ich hab Hunger. Muss man ja genauso lange warten wie bei McDonald's. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist, wie hoch kann man denn die Treppen ziehen? Okay, also wohl nicht sonderlich hoch. Da ist aber so ein Linker. Kann man die jetzt hier hochziehen? Passen die hier hoch? Okay, höher scheinen die nicht zu gehen. Da müssen wir da oben wohl dann nochmal Treppen ranbauen. Hä? Okay, die gehen wohl nicht höher als so. So ein Mist. Da müssen wir hier eben noch ein paar Plattformen hinbauen und dann ist da gerade ein Hase durchs Feuer gelaufen. Wo ist er? Na ja, selber schuld. So, Moment, machen wir mal das Buch auf. Bauen wir halt einfach. Bauen wir erstmal hier eine Plattform hin. So. Dann einfach eine Plattform. Na? Hier so. Dann eine Plattform da. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ob man da jetzt die Treppen dran machen kann. Nee. Dann machen wir die jetzt erstmal fertig und dann können wir ja immer noch schauen, wie wir das mit den Treppen machen. Ja, hier war ein Sticky gelegen. Der Sticky ist verschwunden. Da habe ich ihn aufgenommen. Naja, keine Ahnung. Ja, dann können wir ja immer noch gucken, wie wir das mit den Treppen auf jeden Fall machen können.
Es dauert ja auch alles noch, bis wir fertig haben. Geh mal da rein. Hallo, Herr Lursch. Stirb! Danke. So, ich sag, wir fällen jetzt einfach mal ein paar Bäume wie so ein paar Wilde. Wir roden den ganzen Wald ab hier. Brauchen wir ja für dieses, das ist wirklich ein riesen Mammutprojekt, was wir hier vorhaben. Das ist schon krass. Aber wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Keiner weiß ja, wie lange wir dieses Let's Play geht. Okay. Du auch hier? Was willst du von mir? Mit deinen Lichtern auf den Schultern. Oh Scheiße. Oh shit. Oh Scheiße, Drag. Das sind ein bisschen viel. Wir sollten uns mal verpissen. Komm, wir verpissen uns mal. Aber lasst meine Baumstämme in Ruhe, die gehören mir. Nicht, dass sie unsere Baumstämme abziehen. Na ehrlich, zickig. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht können wir das da oben mit Pfeil und Bogen wegpusten. Hallo. Hallo. Jemand zu Hause? Ach, was soll der gerade? Warum kacken wir uns eigentlich so in die Hosen? Warum kacken wir uns eigentlich so in die Hose? Ganz ehrlich, wir sind doch richtige Männer. Bringen wir erst unsere Wall. Hallo. Was geht, Jungs? Okay, er findet uns wohl hässlich. halt die Klappe und komm her. Ich will dich hauen. Komm, geh mal raus und geh mir ihn auf die Schnauze. Guten Tag. Will sich jemand prügeln? Oh, er hat Verstärkung gerufen. Dafür gibt es auf die Schnauze hier. Oh. Okay, wir haben es wohl beide erwischt. Einer steht auf. Der andere ist kaputt. Mach auf die Schnauze, Junge. Halt die Klappe. Mann. Nervst mich. Cool, wir kriegen bald unser Effigy fertig. So. Haben wir Köpfe dabei. Einen Kopf haben wir dabei. Stimmt ja, wir können ja unser Effigy dann noch fertig machen. So, vier Köpfe. Ich hoffe, da kommen noch ein paar. Dann nehmen wir die Dinger mal auseinander. So. Kopf ab mit dir. Danke. Dem haben wir auch einen Kopf weg. Der Metzger ist wieder unterwegs. So, juhu. Ich hab Köpfe. So. Nehmen wir die Baumstämme jetzt hier. Wir machen das fertig. Ja, wir haben es ja bald, ne? Wir haben erstmal 20 von 135. Oh shit. Das dauert noch ewig, bis wir fertig haben. Und die andere Base müssen wir auch noch weiter bauen. Oh, Backe. Okay, wir haben keine Stickies mehr. Müssen wir auf Stickiesuche gehen. So. Ich glaube, ich baue hier echt ein paar Fallen hin. Die kommen hier echt so oft jetzt schon angeschissen. Komisch. So. 22.135. So. Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.